Familiengrab oder was? Wenn man das Spiel schon kennt, man liebt es immer noch. Als wahrer Resident Evil Fan liebt man diese alten Spiele doch mehr als die neueren. Wenn Capcom schlau wäre, dann sollten sie auf jeden Fall von den anderen Teilen auch Remakes machen und Serie wieder zu ihrem Urgestein wieder führen. Aber wir wissen ja, mit Revelation wollen sie angeblich ja das machen, aber das klappt nur zum Teil, finde ich. Ich fand Revelations 1 nicht schlecht, aber das typische Gefühl kam auch nicht wirklich rüber. Ich werde mir auch Revelation 2 zulegen und spielen, aber wie gesagt, fehlt immer noch das gewisse Etwas. Na toll. Das Einzige, was ich bis jetzt gut an Revelation 2 finde, ist, dass man wieder Barry zu Gesicht bekommt. Schon befürchtet, der kommt gar nicht mehr wieder. Ja, aber das geht auch noch für ein paar andere Charaktere. So weißt wie Rebecca. Und auch schon ewig nichts mehr. Wer weiß, vielleicht kommt die ja bei Revelations 3 raus. Vor, meine ich. Zu wünschen übrig. Naja. Einfach abwarten. Ich bin mal gespannt, welche Organisation sich wieder dahinter steckt. Claire und Marauder entführen.
Ach, scheiße, ja. Böser Wuff, Wuff, lass mich in Ruhe. Beziehungsweise Schlüssel ziehen? Ja. Wen würde da nicht schlecht werden? Erstens war die Leiche die ganze Zeit im Wasser. Ja, ne? Wasserleiche. Dann auch noch, wenn man in den Kopf eintritt, ne? Und das Gehirn da so rausläuft, dann so. Oder was das Gehirn mal war, ne? Verstehen, dass einen dann bei übel wird. Scheiße. Hi. Gar nicht mehr gerechnet. Hauptmodell. Lauf dem voll in die Arme, Mann. Ah, herrlich, die Abspeichermusik. Die Safe Room Musik, so. Die Abspeichermusik. Ich hab's heute jetzt aber echt. Diamanten brauche ich. Beta. Früher immer das Messer weggepackt. Was soll ich da jetzt ändern? Speichern. Was zum... Muss das jetzt immer kommen? Ätzend. Geht wohl nicht anders auf diese... Thank you.
gleich ins Menü. Feuerzeug. Also bringt uns das ja noch gar nichts. Wann das Feuerzeug ist noch? Für da in diesen einen kleinen Raum oben, wo das Schachspiel steht. Da bei der Schlange. Oder war es nur bei Chris? Dann sehen wir mal nach. Boom, Headshot. Wie zum Thema, es sei doch geschnitten. Jemand behauptet, weil Barrys, in einer Barry-Szene da der ersten Zombie dann nicht den Kopf weggeschossen hat. Das ist zensiert, bla bla bla. Er wollte einen das ja nicht wirklich glauben. Tja. Wer ist bewiesen? Capcom überhaupt die Szene original gehabt hat und hier nicht gemacht hat, kann man nur erraten. Entweder haben sie es vergessen oder die wollten es nicht. Und noch ein Magazin.
Ah ja, klar. Bin mal gespannt, ob ich das ohne einmal zu sterben durchschaffe. Um das Feuerzeug zu holen. Türgriff ist ja kaputt. Oh. Junge, da ist was umgefallen. Und mein Schreibtisch. Ah, es ist zum Kotzen. Bleib doch mal. Das will hier einfach nicht liegen bleiben, mein Tablet. Ja. Ladekabel ist mit Rollkabel eben hängen geblieben und dann hat das alles. Natürlich. Ach, egal. Das Ladekabel von meinem Tablet ist nicht lang. Eine weitere Platte legen. Oberfläche legen und nicht mehr laden tun. Feuer unterm Arsch. Ah.
wieder dran gewöhnen, dass man kaum Platz hat denn im Winter. Down. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Fahren lassen. Dann erledigen wir das mal mit der Trillerpfeife am besten, ne? Ich hoffe, da kommen wir rein. War ja sowas von klar.